Oh, hast du heute wieder ein Bettkabel-Day oder was? Hallo, wir sind Olaf und Dirk und wir sind heute wieder voll im Netz. Endlich mal wieder. Ich habe heute schlechten eigentlich, machen wir mal auf Kabeltag, die hast du andere, schon mach auf die gesagt. andere Kamera. Ich bin ein bisschen unscharf heute. Merkst du das? Ja, ist gut. Ja, Du nimmst dich passt heute zu mal ein mir. bisschen zurück. Ja. Mal so ein bisschen die reservierte Rolle. Die steht dir sehr gut. Von der Strafengiraffe 69 haben wir uns wieder eine Liste aufbereiten lassen. Und da ist ganz viel komischer Quatsch wieder dabei. Und ja, Laura Ludwig und Awkward, das kann nur scheiße werden. Wir sollten die Kamera aber wirklich anpassen. Ja, die hieß es nicht. Das geht nicht. Nee. Sorry, Daniel. Musst einmal kurz arbeiten. Raus! Raus! Ja, gut, lassen wir So so. können wir das. Melitz, das Runde muss ins Eckige. Also ganz viel Erfolg für heute. Ihr schafft das. Ich drücke euch die Daumen. Ich finde das unterschätzt am heftigsten. Ich finde es wirklich. Ja, also der Part jetzt hier. Da muss ja eine Idee hinter sein. Das ist doch so ein Moment, wo man sich das nochmal anguckt und sich denkt, ja, dieses. Das ist es, das ist witzig, das ist Das nahbar. ist genau das, was ich brauche für dieses. Ganz krass. Svenja Müller kriegt einen auf den Dötz. Der Rest interessiert mich, glaube ich, nicht. Ich fand nur den Anfang gut. Was, Zeig den nochmal. können wir uns nochmal angucken. Oh ja, schön an der Berne. Sehr gut. Auch unterschätzt hier die Jünglinge immer, wenn die zusammen irgendwie TikTok-Content oder Instagram-Content machen oder so, da ist wirklich viel Potenzial. Da Ja, muss man wieder mehr kommen. Es ist immer doof, dass die Sarah Jungen jetzt. Schulz ist, seitdem die jetzt so einen auf seriös macht mit Ja. hier dieser Laboureur, das ist es nicht Das mehr. ist es auch nicht. Und Sinja Ja. und Svenja machen es auch nicht. Also Ja. die Jüngeren wieder zusammen, Appell an euch, mehr gemeinsam Content. Ja, Ihr könnt ja gegeneinander spielen, aber mehr dann gemeinsam passiert Content. nämlich auch so ein Kram hier. Wer ist es? Paula? Könnte Stimmt, passen, oder? ne? Ja. Ja. Schon auch schon immer so ein kleiner Assi, ne? Ja, Ist schon wirklich, immer. ist gut. Könnte daran liegen. Ja, gut, lass mal. Die nächste Einsendung fand ich auch ganz gut. Svenja Tillmann, die, ich glaube, da waren wir sogar dabei. Das war hier, was ist das? Ist das hier Ording? Kann sein. Zu schlechtes Wetter, kann ich mich daran erinnern. Kriegt die Sektflasche nicht auf. Und geht einfach in die Knie. Verreckt an der vollen Flasche. Aber da kommt Macke. Macke hilft ja. Gut, der hat schon einige Shampoosflaschen Ich würde aufgemacht in sagen. seinem Leben. Oh Gott. Ja, gut. Würde dir nicht passieren, ne? Nee, da war ich immer herausragend gut. Ja, absoluter Profi. Jetzt, oh Gott, also. Am Glas oder an der Flasche. Nächste Story. Muss ich mich vorbereiten jetzt? Oder ist? Ja, okay. Kurzes Intro. Muss ich stark sein? Leonie Körzinger hat einen Pistaziensponsor. Warum auch immer. Ich kann es dir auch nicht erklären. Ist erstmal aber, ist ja neidisch. gut. Ja, Du kriegst genau. Pistazien. Ich hoffe, sie sind gesalzen, weil alles andere Alles ist Schmutz. andere ist völlig, ja. Geröstet und gesalzen natürlich. Lea Das ist Kunz muss es. da natürlich auch mitmachen, weil die sind ja so ein Team. Und Und es läuft wieder auf Werbung hinaus? Ja, aber. Also, wir können gleich mal gucken, ob das Sinn macht, Okay. diese Werbung. Unterhaltsam ist sie in jedem Fall. Der Freeze-Frame sagt schon. Es gab noch einen besseren Freeze-Frame, suche ich gleich nochmal. Also, aber die Sache ist ja die. Den meinte Das ist mein ich. absoluter Den meinte Liebling, ich. Ja. Die sind ja noch nicht mal markiert mit ihrem Account hier oder so. Da ist Ja. einfach nur ein Hashtag drin. Also es ist einfach allgemeine Werbung für esst mehr Pistazien. Ja. Und da sind wir pro. Aber dann ist ja doch wieder die Frage, ist das nicht der Wunschstützpunkt, wo die auch einfach mal trainieren müssen? Also ich bin eigentlich immer ready. Du kriegst die Punkte ja geschenkt, wenn du beim Elite mitspielst. Hallo, 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 hallo. Ups, Keine ups, ups. Hammer gekämmt heute, echt geil. Boah, also nächstes Ding. Es heißt auch nur Totalausfall von Melanie Paul. Wir hatten ja irgendwann mal diese Storyline, dass sie angeblich in Bremen 30 Asser geschlagen haben soll. Dann hat sie es ja unmittelbar geschafft, in den Nasenblutmoment der Woche zu kommen, ja. indem sie fast die Schiedsrichterin getötet hätte mit Lea dem Aufschlag. Becker fast zermöbelt hat. Und jetzt, Achtung, zwei. Sehr, sehr schlechte Qualität, weil in Portugal oder wo sie waren, hat das Internet nicht so, also hat jetzt Streaming nicht so gegönnt. Spontan war nicht da. Man erahnt trotzdem, was Melanie Paul da für einen Bock geschossen hat. Okay, ich bin gespannt. Also ich habe nicht zu viel versprochen. Das ist die Bildqualität. Gewöhn dich dran. Rechts in der Ecke, man erkennt sie ganz, ganz unscharf. Melanie Paul im Aufschlag. Achtung. Eieieiei. Der ist 3 Meter vom Netz runtergekommen. Der ist ja.
Jetzt achte nochmal drauf. Der rollt fast bis zum Kontakt. Und da ist er auf dem Boden. Der ist hier. Das habe ich noch wirklich das noch hab nie gesehen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Anna Grüne hatte damals Jerm Beach Trophy einen. Oh ja, der da so hat sie es geschafft, dass der Ball nicht rübergegangen ist. Genau. Ja, da kann sie ja froh sein, dass die Qualität so schlecht war, ne? Nächstes Update zu Simon Kulzer. Wir hatten ja den, wie war der Lifestyle nochmal? Schlechter. Ja. Ist jetzt neu, aber das E steht, glaube ich, für Events. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir sind hier im Olympiapark, direkt am Olympiasee. Wird Beachvolleyball gezeigt von der deutschen Volleyballjugend. Und am Königsplatz ab Montag könnt ihr bis Sonntag die Spiele live am Königsplatz sehen. Kommt vorbei und supportet den Sport oder lernt ihn kennen. Er hat ein, zwei Mal zu auf Königsplatz gesagt. Ja, er musste und diese Vokabel unterbringen. Lernt sie kennen, hat irgendwie auch keinen richtigen Sinn gemacht. Nee. Aber ansonsten souverän. Also da muss man, da können sich die Nationalteams vielleicht mal so ein Workshop. Das ist dieser B-Fresh Lifestyle. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der zieht irgendwann. Wir haben Martin Stuber-Content. Oh, nö. Man munkelt ja, dass der so da mit dieser Stuttgarter Gang ganz gut kann. Also noch. Max Just, gucken wir mal. Ah. Mhm. Martin Stuber, wenn er doch mal sein Bier austrinkt. Jetzt bin ich gespannt, weil das hat er vor meinen Augen noch nie in seinem Leben gemacht. Ich glaube auch nicht, dass er das kann. Jetzt ist die Mucke weg, ey. Frag mich, ob ich hier nochmal eine liegen kann mit ihren tiefen Blicken. Falls ob es die Mücke ist, so schnell. Mal drauf das Handy rieselt wieder mal. Nele Beate Schmidt ist auch wirklich, also auf eine gute Art und Weise ist sie auch so weird. Mann. Ja, ja, auf, aber auch auf eine gute bisher. Wirklich auf eine gute. Sagen, ja. Aber ich glaube es immer schon wirklich. Das ist wieder dieses Understatement. Ich mache so ein bisschen einen auf cool, ja, aber es ist keine richtige Eskalation. Ich sag's dir, wie es ist. Der hat wieder 2,5 Bier getrunken und er hat 8 verschiedene Bier angetrunken. Ja. Und dann endet das so bei Martin in 6 Stunden. Naja, der war nicht gut. Bierpong spielen mit Paula Schürholz und oh Gott. Okay. Das sind ja die Abgründe des deutschen Beachvolleyballs, die wir da sehen. Es geht aber auch schon, es geht schon bei den Getränken los, ne? Links steht hier so ein Sommers-Bier-Apfelwein, no product placement. Dann natürlich hier 10 Getränke von jedem POV, ich bin 20, Berliner Luft. Ja, und in der Mitte irgendwie so ein random Sauvignon Blanc. Ja. So, was soll das? Ja, kann doch ein scheiß Abend sein, ist einfach so. Sorry. Na ja, gut. Kannst du dem nicht was in den Vertrag schreiben, dass er so eine Scheiße irgendwie nicht machen darf? Weil das ist ja wirklich ist ja gut mit dem Content. Du gibst dem so viel Mühe, dass du seine Marke aufbaust und er trittst mit Füßen. Ist gut, wir machen jetzt Ratespiel. Das ist nämlich der letzte Punkt. Ratespiel zum Abschluss dieser Voll-im-Netz-Episode. Muss ich jetzt raten, oder was? Welche Beachvolleyballerin ist das? So, wir sehen ein Bild von einer jungen Dame in Rot. Wir sehen allerdings auch, dass dieses Bild Nele 1.jpg heißt. Mhm. Und auch oben links hier Nele 1 steht. Heißt für mich erstmal nichts. Wir gehen zur Auflösung. Nele 2. Ich habe dich nicht raten lassen, ist das Problem, ne? Achtung, das klingt vielleicht falsch, was ich jetzt sage, aber mit der Frau müssen wir uns mal ein bisschen näher beschäftigen, weil die scheint ja ganz, ganz viel Potenzial zu haben in Sachen... Wir haben noch gar nicht ihren Instagram-Content, ihren alten, gezeigt, oh Gott, ne? Alter. Der eigentlich wirklich eher ein Fall für Onlyfans ist, ne? Jetzt kündige das. Beate, die Harte. Kündige doch nicht an, dass wir das Ding jetzt müssen wir schnell abspeichern, bevor die Episode online ist. Liebe Grüße an die straffe Giraffe, die ich am Ende ein bisschen habe auflaufen lassen. Das Quiz war es vielleicht nicht. Der Rest der Episode war sehr, sehr toll, muss man dazu sagen. Und von daher würde ich mal behaupten, ihr könnt noch mal ein bisschen mehr supporten, weil sie hat auch gemeckert, schläft immer ein, wenn kein Beachvolleyball-Turnier war. Ja, ne? Ist schwierig. Das ist die schlecht. Community, die sind Konsumenten alles hier. So, von daher, ihr habt jetzt noch mal bis Timmendorf, noch mal schön 2 Wochen Zeit. Jetzt hast du mich rausgebracht. Oh, du siehst sehr gut aus. Das ist ein herausragendes Bild von uns beiden mal wieder. Ich habe Arschwasser im Gesicht, Alter. Ja, das stimmt. Das ist wirklich unangenehm. Reinsliden, bisschen Dirt schicken und dann finden wir noch mal ein bisschen was heraus. Mhm. Freut bis wir nach Timmendorf fahren. So sieht's aus. Das war's.